Der Rechtsanwalt ruft bei Markus Grimmenstein an. Er will ihn über die aktuellen Entwicklungen und das Treffen mit dem Nachbarn, auf dessen Grund der Zählerkasten steht, informieren. Er wäre kompromissbereit, allerdings will er das nicht allein entscheiden, ohne den anderen Nachbarn. Ja, vom anderen Nachbarn haben wir in der Zwischenzeit auch schon ein Anwaltsschreiben bekommen. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Er will zwar Kosten haben für den Brief, aber er sagt prinzipiell, dass er der Rodung von den Bäumen zustimmt. Und so wie es ausschaut, ist das Stromkabel jetzt auch kein Problem. Das sind wirklich sehr gute Nachrichten. Also das freut mich wirklich jetzt dann zu hören. Ob es dann wirklich so ist und alle zustimmen, werden wir dann eh noch sehen. Was halt der andere Nachbar noch gesagt hat, ihn hat schon gestört, dass sie da eigenmächtig die Steine abgetragen haben oben beim Weg, weil das ist auch nicht ihr Grundstück. Oberhalb der Burg ist im Grundbuch immer noch der Nachbar 1 drinnen eben. Und der hat das damals mir zugesichert. Und auch die Gemeinde hat der damals gesagt, ich darf diesen Platz hier begradigen und auch ausputzen. Mir jetzt zum Sagen, ich hätte es... Er hat nie zugestimmt. Naja, die Gemeinde hat gesagt, ich muss ihm ja gar nicht fragen, weil er ja nicht im Grundbuch steht. Das ist der Grund, wo eigentlich beide Nachbarn seit den 1960ern ein bisschen Ungereimtheiten haben über dieses obere Stück. Sie wissen schon, das war nicht ganz förderlich, das Ganze natürlich. Schauen wir uns das an, ob sie okay. Zu ihrem Wort steht. Ja, okay. Passt. Bis bald, gell? Danke, Herr Doktor. Danke, ja, Grüße. Danke. Ich muss natürlich schon wissen, wo meine Grenzen sind, auch vor Ort, wo die Grenzpunkte sind. Wenn ich beim Nachbargrund was tun will, brauche ich von dem die Zustimmung. Da fährt der Zug drüber. Wenn ein Nachbar zustimmt, dann schreibe ich es wenigstens auf einen Schmierzettel und lasse ihn unterschreiben. Dann habe ich später kein Problem. Vor allem, wenn bekannt ist, dass der Verlauf der Grenzen nicht zu 100% geklärt ist. Die Burg Grimmenstein soll mit Wasser- und Stromleitungen versorgt werden. Doch hier, sowie bei den Zufahrtswegen zur Sanierung, sind die Burgherren stark von der Kooperationsbereitschaft der Nachbarn abhängig. Rechtsanwalt Dr. Horvath und auch die Gemeinde versuchten zu vermitteln. Ich habe gerade gesehen, es gibt Neuigkeiten. Die BH war da, der Weg ist neu vermessen worden. Es gibt Vermessungspunkte, das ist erfreulich. Und der Stromzählerkasten steht auch jetzt nicht am Grund des Nachbarn, sondern dahinter ist die Markierung. Das ist auch positiv, das ist jetzt erledigt. Mit der neuen Vermessung wird der öffentliche Zufahrtsweg zur oberen Burg verbreitert. Ansprechpartner auf diesem Grund ist die Gemeinde. Mit den neuen Grenzpunkten wurde zur Freude von Markus Grimmenstein bei einem Diskussionspunkt Klarheit geschaffen. Laut Gemeinde darf ich dann auch hier den Strom im Weg verlegen bzw. am Kasten anschließen. Und das sind natürlich sehr gute Nachrichten. So haben wir wenigstens einen Strom gesichert. Wasser und Kanal wird eher schwierig, hier das zu verlegen auf diese Art und Weise hier. Dazu benötigen wir auf jeden Fall den unteren, den Servitutweg. Bisher waren die Stromleitungen nur provisorisch und liefen über die Baumwipfel. Doch es gibt nicht nur positive Nachrichten. Sowohl Markus Grimmenstein wie auch Dr. Horvath haben Post von einem Nachbarn bekommen. Im Schreiben an Herrn Grimmenstein geht es um ein anderes Zerwürfnis: die Parkplätze. Gibt es einen Brief? Ja, den habe ich die Woche erhalten von den Nachbarn. Darf ich schauen? Ja, das sind die, die den Parkplatz mir verpachten. Aha, das passt gerade zu Blitz und Donner, gell? Ja. Das heißt, das ist jetzt die Kündigung, wie es das ist die Kündigung vom Parkplatz. Ja, er hat ja den eh schon mit Holz zugelegt auch. Ja. Und jetzt hat er mal gekündigt, sie wollten, dass die Besucher unterhalb einen extra weiten Weg gehen, damit sie hinten in der Grüb Ruhe haben. Jetzt kündigen sie den Parkplatz, fordern alle Schilder auf, wegzunehmen. Dann haben wir das wie 2004, wie der Burgverein hier war. Da sind die Leute irgendwo hingefahren, haben sich irgendwo hingestellt und die Bauern haben sich aufgeregt, wenn uns das nicht gefallen hat. Es ist zwar noch so, dass es ein paar Stellplätze gibt, die die Gemeinde gepachtet hat. Ich weiß nicht, ob der Vertrag gekündigt oder widerrufen worden ist. Den Vertrag kenne ich auch nicht. Aber der Parkplatz von der Burg, der ist jetzt einmal weg. Der ist Geschichte. Und die paar Stellplätze von der Gemeinde sind auch jetzt nicht ausreichend. Aber es gibt wenigstens ein paar. Ich habe auch wieder einen Brief bekommen. Mhm. Hat mich ein bisschen verwundert, weil es hat ja nach einer Einigung ausgeschaut. Ja, sie haben mir ja eingeschrieben, dass sie mir den Forstweg machen lassen und alles. Machen Sie mal zu. Jetzt haben sie geschrieben, sie fordern die Entfernung und Freimachung der Flächen da vorne. Bänke, alles muss weg. Sitze, Tische, Menükarten, Mistkübel, muss alles entfernt werden. Entfernung der Brunnenschacht drinnen. Sichtbarmachung des Grenzsteins.
Einmessung und Einsetzung des Grenzsteins bei der Hangburg, Freilegung der eingeschütteten Bäume von Altholz und Aushubmaterial. Boah. Und dann will sie wieder Kosten haben, die Anwältin. Ich meine, ich habe schon gerechnet, dass wir Probleme machen, aber nachdem sie beim letzten Brief gesagt haben, sie wollen mit mir gut auskommen, jetzt kündigen sie meinen Parkplatz, euch schreiben sie das und die werden immer schlimmer. Aber es war ja zwischenzeitlich der Vermesser da, ne? Ja genau, der hat das vermessen. Das klingt ja mal nicht schlecht, oder? Ja, das ist super. Das ist gut so, dass die den öffentlichen Weg jetzt richtig stehen, auch in der Mappe und Natur. Nur ist das halt ein Problem. Überall haben sie eine richtige Fahrbahnbreite von 4 Meter gemacht, LKW-tauglich. Und hinten bei der Burg, wo die schmalen Stellen sind, wo auch schon einer LKW abgestürzt wäre, der die Senkgrube entleeren wollte, genau dort hat man weniger, einen Meter weniger. Und da kann man erst recht nicht zur Burg zufahren. Nichts zu bauen und auch nicht renovieren. Also die Breite geht sich dann wieder nicht aus für irgendwelche Baufahrzeuge. Nur der Herr Grimmenstein wird es rechtlich schwer durchsetzen können. Es gibt zwar eine Vereinbarung, die ist schon ein paar Jahre alt, aber das auszustreiten, das wird eine harte Nuss. Anfänglich ging es um eine Einigung, um Sanierungsmaßnahmen umzusetzen. Inzwischen fehlt offenbar bereits bei kleineren Angelegenheiten jede Gesprächsbasis. Ich meine, okay, die eine Bank, der eine Tisch, das steht 30 cm im Feingrund, wo es in Zukunft der öffentliche Grund werden soll. Also der öffentliche Weg. Zumindest nach der aktuellen Ausmessung von der Gemeinde. Finde ich nicht okay, weil die eine Bank ist wirklich nur der Fuß. Der Fuß ist 30 cm, wenn er richtig jetzt ausgemessen worden ist, im öffentlichen Grund. Sicher, solange in der Mappe nicht richtig gestellt ist, ist im Grund des Bauern. Das stimmt. Aber trotzdem, das sind 30 cm und das ist ein Holzfuß. Bis es richtig gestellt ist, kann es sein, dass ich eine Besitzstörung begehe jeden Tag. Gell? Das bin ich mir jetzt auch bewusst, ja. Mhm. Stimmt. Mhm. Aber ich kann die Bänke umstellen, das ist kein Problem. Aber die anderen Anschuldigungen, da, die sind wirklich an den Haaren herbeigezogen, finde ich. Da tun sie jetzt nur irgendwo suchen und finden, auch mit dem angeblich Anschüttung und Altholz. Das hat er selber damals teilweise gemacht. Mhm. Ja, also teilweise halt. Gegenüber der Redaktion betonte der Nachbar, der das Aufforderungsschreiben und die Kündigung der Parkplätze sendete, dass immer wieder nachbarschaftliche Hilfe angeboten worden sei. Der Dank für dieses jahrelange Entgegenkommen und Gewährenlassen ist nun, öffentlich angepatzt zu werden und sich ungerechtfertigten Anschuldigungen zu stellen. Abschließend möchte ich festhalten, dass aus den erwähnten Gründen von unserer Seite kein Interesse an weiteren vertraglichen Bindungen mit Herrn Grimmenstein bzw. Frau Magister Ember besteht. Einen Teil der übersendeten Forderungen kann der Burgenländer problemlos umsetzen, doch einiges lässt sich nicht direkt klären. Gut, Sie räumen dann alles weg. Sie helfen mir gleich dabei. Das war super. Schmeißen wir es gleich wieder in den Wald. Ja. Na, und bei den anderen Punkten schauen wir, ob eine Klage kommt oder nicht. Und ich glaube, wir sehen uns dann eh bald wieder. Ja, das befürchte ich auch. Aber wie gesagt, mit Ihrer Unterstützung wird es funktionieren und die Burg bleibt weiter für die Öffentlichkeit offen. Ich lasse keine Familien mit Kindern an Sonntagen draußen stehen. Ja, okay. Burg bleibt weiter offen. Schauen wir, dass wir es erhalten. Ja. Sonst müssen wir mal streiten. So, danke, Herr Doktor. Wiederschauen. Wiederschauen, Grüße. Ich weiß zwar noch nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Es Erfreuliche ist, dass ein bisschen was weitergegangen ist mit der Vermessung. Und vielleicht tut sich beim Weg was. Und es geht jetzt nicht um große Streitpunkte. Vielleicht kommt irgendwann Ruhe hinein und die Nachbarn sagen dann, ja bitte, schau, dass die Burg schön hergerichtet wird. Wir erlauben dir das. Also man soll jetzt nicht sagen, dass es ganz aussichtslos ist, aber wir werden einmal abwarten. Das war ein erster guter Schritt, dass wir dauerhaft einen Strom haben jetzt dann, also oder machen können. Die Situation mit den Besucherbänken, mit dem Parkplatz weg und mit den Schildern entlang des Wanderweges ist sehr schwierig, weil die Leute dann nicht mehr, die Gäste nicht mehr die Burg finden so leicht. Aber trotzdem werde ich die Burg weiter offen halten. Inzwischen hat die Bezirkshauptmannschaft einen Termin für eine Grenzverhandlung ausgeschrieben. Wie geht es weiter? Wir bleiben dran.